Ja, herzlich willkommen an der wunderschönen Mittelmosel im wunderschönen Neumagen-Droh. Nur das Wetter ist leider überhaupt nicht wunderschön. Herr Harris, was ist passiert? Sie haben ja versprochen, sobald der Zug losgeht, regnet es nicht mehr. Das tritt auch gleich so ein. Genau. Frau Reis, unser Pastor, hat mir gesagt, er hat ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Ja. Und jetzt kommt da gleich der Zug. Jetzt kommt er, ja. Und wir werden ihn natürlich auch ganz herzlich empfangen. Und Sie sehen, wir haben hier unsere... Und Fuder ist, halten Sie mir nochmal. Sind 1000 Liter. 1000, ja, das reicht. Also da kriegen wir schon ein paar Leute mit fröhlich gemacht. Das reicht, ne? Also wenn jeder einen Liter trinken würde, wären es zwar nur 1000, aber die Festwagen haben auch so, sehr viel Wein. Heike, Sie können noch nicht sehen, was ich sehe, ist heil von den Weinschrötern entlassen worden und ist bei der nächsten Gruppe und die ist, finde ich, besonders spannend. Ja, das sind die Maulenzöher Junge. Er wird mich jetzt korrigieren, habe ich es richtig gesagt, Herr Scharke? Falsch gesagt, die Maulenzöher Junge. Okay, ein Dialekt, der nicht von der Mosel kommt, sondern aus Aachen, eine Fußgruppe aus Aachen. Was machen Sie hier? Wie kommen Sie hier? Und wir stellen den Ritterorden innerhalb der KG Mulitzer Junge dar. Das ist eine Karnevalsgesellschaft in Aachen. Wir gehen mal ein Stück mit dem Zug mit. Sie sind Kreuzritter, sage ich mal, ja. Darf man mal die Ausrüstung sehen, die Sie mit dabei haben? Typische Kreuzritterausrüstung. Was ist das? Zuerst wurden die Zigaretten gefunden und dann das Weinglas. Das ist aber noch leer. Ja, noch leer, ist ganz trockener Wein. Ist auf dem Zug hier ist nicht so schwer, was zu trinken zu bekommen, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Sie stellen was dar mit der ganzen Gruppe? Wir stellen an sich so ein Leben aus dem 15. Jahrhundert. Wir treten dieses Jahr zur 1200-Jahr-Feier in Aachen auf. Und da wird dieses sehr groß ausgebaut. Da werden dann einige von uns zum Ritter geschlagen. Einfach fürs Volk. Wir erwarten da 50.000 Besucher an 2 Tagen. Und dafür ist es in Szene gesetzt worden. Ne? Das ist schön. Was haben wir noch dabei? Die Kreuzritter wie Sie? Wer ist noch dabei? Wir haben einen Mann dabei, der macht den Einhard. Das war der große Mann neben Kaiser Karl dem Großen ums 18. Jahrhundert, der quasi mit dem Kaiser Karl diese Schule erfunden hat. Und die Kinder heute zwingen, das nachzuäffen. Okay, dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der 1200-Jahr-Feier in Aachen und ich wünsche Ihnen, dass Sie das Gläschen noch mit ein bisschen lieblicheren Wein gefüllt kriegen, nicht ganz so trocken. Ne? Tschüss, macht's gut. Was der Heike uns jetzt verschwiegen hat, die Jungs, die haben irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Der Karnevalsverein, der ist nämlich gegründet worden mal von Justizbediensteten, weil die Mulenzö, das war früher die alte Justizvollzugsanstalt in Aachen, aber ich glaube, heute sind auch Leute dabei, die nichts mit Knast zu tun haben. Ja, das wird wohl so sein. Aber Sie könnten die ja bewachen. Die Geräte dazu haben Sie ja noch. Sie sehen schon ziemlich wehrhaft aus, das stimmt. Das ist eine sehr schöne Gruppe. Ja. Das sind auch Kostüme, da sieht man richtig, das hat was gekostet, mein lieber Mann. Ja, also Kostüme sind also sehr, sehr teuer und wir erleben das ja auch. Auch wenn Kostüme geliehen werden müssen, die wir nicht alle besitzen, für unsere Wagen auszustatten, das kostet wirklich viel Geld. Mhm. Alarm!
alten Ritterschwert. Dann hast du einen Schlamm-Ikrähe, ne? Ja, aber ohne Kostüm. Ja, ja, ja. Wo war der denn so lang? Hallo. Ach, da läuft jedes Mal einer durch. Nur noch da. Da kann man. Hallo. Das war ganz toll, ein fantastischer Umzug. Wir kommen nächstes Jahr wieder. Ich würde mich freuen. Naja, ohne den ganzen Tross, aber. Ohne den ganzen Tross, aber alles trotzdem. Klar. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht zu Hause. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.